weiter. Ihre Schleifknöpfe werden angegriffen. Bleibt hier, beziehungsweise geht. Okay, können wir auch Panzer bauen? Verdammt. Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier auf eurem Lieblings-Starcraft-Kanal mit den, zu einer neuen Runde mit den Terranern in Episode 1, Mission 7, die Trumpfkarte, let's go. Die Trumpfkarte, Sperrgebiet, Kolonie, Antiqua Prime. Hallo. Commander, unsere Position wurde entdeckt. Vor 2 Stunden erreichte eine große Streitmacht der Konföderation Antigua Prime und errichtete ein Basislager innerhalb unserer Verteidigungslinie. Arcturus Mengsk beruft eine Versammlung ein. Ich grüße Sie. Ich weiß, dass Sie alle sich Sorgen wegen der konföderierten Streitkräfte machen. Aber zunächst einmal müssen wir eine noch weitaus ernstere Sache besprechen. Wie es scheint, enthielten unsere Datendisks doch keine Entwürfe für neue Waffen. Lieutenant Kerrigan wird die Details erklären. Wie Sie alle wissen, unterhält die Konföderation ein Programm für psychisch begabte Menschen, um diese zu sogenannten Ghosts auszubilden. Die für das Programm verantwortlichen Leute haben nun herausgefunden, dass die Zerg die psychische Ausstrahlung dieser Ghosts wahrnehmen können. Die Zerg sind also hinter dir her, Süße? Das wird ja immer besser. Spoiler. Halt die Klappe. Bei der Konföderation wurden unter größter Geheimhaltung zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Ghosts und Zerg vorangetrieben. Was wir gestohlen haben, ist lediglich ein kleines, wenn auch wichtiges Teil des Puzzles. Pläne für einen transplanaren Psi-Wellenform-Emitter. Diese Emitter strahlen den neuralen Fingerabdruck eines Ghosts aus, allerdings mit einer sehr viel höheren Stärke. Diese Dinger können bis zu anderen Welten senden. Die Konföderation benutzte solche Psi-Emitter, um die Zerg in isolierte Auffanggebiete zu locken. Ihre Kolonie Marsara, Commander, war ein solches Gebiet. Was wollen Sie damit sagen? Ich sage damit, dass die Zerg eine von der Konföderation entwickelte Geheimwaffe sind. Ich sage damit, dass die Konföderation sie alle als Teil einer Versuchsreihe für diese Waffen benutzt hat. Genau wie damals, vor einer Generation, als Korhal mit Atomwaffen zerstört wurde, um die Vorherrschaft der Konföderation zu sichern, würde die Regierung auch diesmal nicht zögern, mit Hilfe der Zerg alle Rivalen zu vernichten. Nur gäbe es diesmal keinen Aufschrei der Empörung. Wer würde schon vermuten, dass die Regierung hinter den Aliens steckt? Man würde sie als Helden feiern, weil sie zur Hilfe geeilt sind und die Zerg zerstört haben. Es ist höchste Zeit, dass die Konföderation für ihre Verbrechen bezahlt. Und ich weiß auch schon wie. Lieutenant Kerrigan wird mitten im Basislager der Konföderierten einen Emitter platzieren. Commander, Sie werden ihr einen Begleitschutz mitgeben. Wenn die Zerg ankommen, werden sie die Blockade für uns durchbrechen und wir können fliehen. Los Leute, wir haben wenig Zeit. Okay, let's go. Ziele, bringen Sie den Psi-Emitter zur feindlichen Basis. Kerrigan muss überleben. Los. Hab ich eine Basis? Ich finde ein Basis, ja. Verdient es, dass man ihm den Zerg auf den Hals hält. Ich weiß, noch eine dass Basis? Die Problematik sie persönlich berührt. Aber ihre Vergangenheit darf ihr Urteilsvermögen nicht trüben. Führen Sie Ihre Befehle aus, Lieutenant. Wie soll ich das bitte verteidigen? Mit. Nehmt alles mit. Hab ich mir auch gerade gedacht. Und bau den Scheiß hier unten hin. Und den bauen wir hier irgendwo hin. Ja, ich merk's. Los, Spaceys nachbauen. Bunker besetzen. Alter. Bleibt hier. Beziehungsweise geht. Okay, können wir auch Panzer bauen? Nicht genug. Verdammt. Geh du mal Gas sammeln. Verstanden.
nicht genügend. Es geht ja gut los hier. Ich warte auf dich. Basis wird angegriffen. Ich bin soweit. Also den haben wir abgewehrt, die werden wir wohl auch verlieren. Warte auf Befehle. WBF abflugbereit, Sir. Wo WBF? Wo? Kannst du auch bauen oder musst du nur rumstehen? Du tust nur rumstehen. Basis wird angegriffen. Ja, Sir? Ich warte auf dich. Ja. Ich bin ja schon am überlegen, was ich tue. Hier bitte noch zwei Spaces rein. Okay, hier oben sind wir erstmal dicht. Kannst du den reparieren? Wenigstens. Das kannst du. Bist ja doch nicht unnütz. Du kannst hier Hochspaces bauen. Nicht genügend Mineralien. Tja, oder auch nicht. Zusatz fertig. Wir können doch Belagerungspanzer bauen. Ja, wir brauchen Gas. Sind das zu viele? Also mal gucken. Bauen wir die WBFs hier runter. Okay, du bist soweit. Ich noch nicht. Bau mir mal. Boah, keine Ahnung. Bau mal irgendwas. Hätte ich auch mit dem bauen können, ne? Verdammt. Kannst du vielleicht doch? Nee, kannst du nicht. Tja, Ressourcen wären toll. Jetzt haben wir auch gleich keine Depots mehr. Also das müssen wir auf jeden Fall als nächstes bauen. Okay, EBF. Verstanden. Alles runter. Ich brauche dringend dieses Update hier, um mich vernünftig verteidigen zu können. Das können wir jetzt aber auch starten. Okay, du gehst auch und sammeln. Und jetzt brauchen wir dringend 100 Minerals haben wir jetzt. Bauen, los. Verteidigungsmatrix, EMP-Schock. Ihre Streitkräfte werden abgeschossen. Da oben wir haben auch einen Bunker, cool, ne? Da können wir noch ein Update bauen. Ja, bau du auch mal irgendwo ein Depot hin. Und Ressourcen sammeln. Puh. Was kostet 150? Zusatz fertig. Ja, ich hätte gerne einen Belagerungspanzer. Wie viel haben wir hier? Helmir zum Dienst. Alles fertig. Auch hier hätte ich noch gern zwei. Geht weiter weg, dass ich euch auch sehe. So, ein Baumer, den setzen wir gleich hier irgendwo hin. Gut. Ach, verdammt. Hatte ich schon. Aber die Akademie habe ich nicht. Auch
das noch? Helmir zum Dienst! Ja, bau mal sicherheitshalber hier so ein Ding hin. Nächster Panzer. Bunker? Wie wär's mit einem Bunker? Wo? Nee. Ah, du, okay. Helmir zum Dienst! Brauchen wir nicht. Zielgebiet! Alles Commander! Commander, Commander. Bei euch steht keiner rum. Helmir zum Dienst! Warte auf Befehle! Komm, wir packen mal Kerrigan in den Bunker. Vielleicht auch nicht dumm. Und wo ist mein Bauer? Achso, wo ist mein Bauer? Ja, Sir. Ziel identifiziert. Shit, ich brauch mal gar nicht. Kann's kaum noch erwarten. Ja. Eine Runde Spaceys und dann vielleicht auch mal ein Update für Spaceys. Und als erstes muss ich natürlich ganz klar hier unten, ne? Jetzt brauchen wir erstmal eine Academy. 150, let's go. Auf die Post! Nächster Tank. Ja, Sir! Weiter geht's! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Ja, Sir! Come on! Befehle, Sir! Sollte jetzt relativ sicher sein. Hab's vernommen, kaum noch Sir! Erwarten. Relativ. Was ist eigentlich hier? Oh, was haben wir denn da? Eine schöne Fahne. Im Original sah die aus. Gut. Anders. Erinnert mich irgendwie an Command & Conquer, an die Nord. Commander? Egal. Depot, danke. Befehle, Captain? Zusatz bauen. Space Marine Update. Und eigentlich können wir auch dieses Update starten. Dann hätte ich gerne noch einen Belagerungspanzer dazu. Oder hier noch ein bisschen Luftabwehr. Und noch ein Depot. Zusatz fertig. Dann lass mal checken, ob die hier irgendwas tun. Nee. Da ist aber ein Belagerungspanzer, da muss ich aufpassen. Den könnte ich eigentlich mit Lufteinheiten angreifen. Eigentlich. Aber Geld ist so eine Sache bei mir. Bau mal noch zwei WBFs. Alles fertig. Befehle, Captain? Oh nein. Alles runter. Sofort, Sir. Jetzt habe ich den auch noch eingebaut. Super. Tank, 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 kein Geld. Wo? Ja, komm mal hier runter.
Welches Update? Wissen wir nicht. Okay, sammel mal bitte den da ein. Denn nur dafür habe ich dich gebaut. Ziel fertig. Haltet euch fest, jetzt geht's rund. Gut. Kohle für einen Tank ist da. Schaffst du auch was? Ja, komm, eins Boste noch. Und du am besten auch nochmal ein. Einfach, dass da dicht ist. Und hier ist auch nicht wirklich dicht. Forschung abgeschlossen. Stufe 2, cool. Infanteriewaffen. Ab die Post. Auch cool. Tank fertig. Lasst uns mal weiter checken. Alter, Belagerung. Okay, das ist blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt steht unsere Verteidigung. Das ist wiederum ein bisschen gut. So. Du gehst sammeln. Und dann schauen wir uns noch an, was vielleicht hier oben ist. Aha. Bau mir mal Luft. Upgrade fertig. Oh, da geht auch Stufe 2. Ist doch nice. Müsste es mir noch leisten können. Bin ich eigentlich zu passiv? Ich glaube schon, ne? Aber wie mache ich den Belagerungspanzer? Gut, ich könnte eigene Belagerungspanzer hinsetzen und den... Probieren wir erstmal die Taktik mit den Fliegern. Den zwei, dafür habe ich sie ja auch gebaut. Hier läuft schon eins. Meldebereitschaft. Und hier jetzt auch. Okay. Nicht genügend Mineralien. Ja, ja. Ach Gott, ich muss die Tarnung erst erforschen. Koordinaten übermitteln. So bringt ihr mir natürlich gar nichts. Bauen wir lieber noch einen Tank. Und ein Goliath wäre auch nicht schlecht. Ganz wichtige Updates hier. Fahrzeugwaffen. Okay, du wartest jetzt mal mit dem Bauen. Wir gehen jetzt in das Update rein. Hier laufen beide, ne? Kommando, warte auf Befehle. Melde Bereitschaft. Dum-dum. Ich muss das hier einnehmen, so schnell wie möglich. Machen wir auf 0, dich können wir einmal einsetzen. Und den brauchen wir auch im Prinzip um den Höhenverteil. Ach, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will, oder? Los geht's. Commander, Befehle, Sir! Absolut! Kommt her. Weiter geht's! Ja, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Ziel identifizieren!
weiter geht's! Omnipost! Commander? Ziel identifiziert! Auf das Balance! Feuer, 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 Feuer. Kann's kaum noch erwarten. Okay, dir geht's richtig Ziel beschissen. Ziel identifiziert. Ja, Sir. Befehl, ja, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Aufbauen. Zielgebiet. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Fährst mal hier hoch. Absolut. So gefällt mir das. Befehle, Sir! Weiter geht's! Ihre Streitkräfte werden... So war der Plan nicht. Roger, worauf soll ich fallen, Sir? Los, los, los! Warte! Jetzt geht's rund! Reichweiten-Update, Hammer! Los! Deckt's ihn auf! Okay. Da geblieben. Ja, Sir! Befehle, Sir! Ja, Sir! Weiter geht's! Wird okay, ausgeführt. Wir bauen derweil das Tarn-Update. Ab die Post! Befehle, ja, Sir! Fahr auch du mal da hoch. Wird ausgeführt! Und latscht ihr gleich hier runter. Upgrade fertig. Welches? Stufe 3, ja geil, und weiter. Commander? Commander? Ja, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Stell du dich mal hier hin. Weiter geht's! Ja, Sir! Absolut! Wiederbelebten Schuss. Zielgebiet! Und du stellst dich hier hin. Gefällt mir. Warte auf Befehle. Commander? Bau mal noch. Okay, einen. Nicht zwei. Wollen es ja nicht übertreiben, ne? Kennt man ja. Upgrade fertig. Okay, dann machen wir mal ein Panzer-Update. Panzerungs-Update. Forschung abgeschlossen. Welche Forschung? Commander? War gar nicht so verkehrt, dass ich zwei gebaut habe. Aber jetzt bringen wir mal einen runter, ja, zum Basenbauen. Alles Roger in Kambodscha. Wir brauchen 400 Minerals und wir brauchen sie schnell, denn hier ist nicht mehr viel. Verstanden. Commander? Elmir zum Dienst. Ja, Sir? Sofort, Sir. Melde Bereitschaft. Alles Komm Roger. Auf. Nicht genügend. Commander? Na, wo geht's hin? Hier? Ich lass mal so. Hier machen wir auch nichts mehr. Check mal lieber mal aus, was hier ist. Auch ein Tank. Und was geht hier noch? Hui. Infanterie. Hier könnte auch noch irgendwas sein. Geil. Wie die alle wegballern einfach. Nicht genügend Energie. Ja, okay. Koordinaten übermitteln. Warum denn nicht? Bauen wir das auch noch? Koordinaten empfangen. Ziel identifizieren! Es geht hier noch nix. Gut.
müssen wir nochmal tun? Psi-Emitter zur feindlichen Basis bringen. Kerrigan muss überleben. Ja, gut. Nur, es wird keine feindliche Basis mehr da sein. Haha. Wenn Kerrigan da ankommt. Wir haben Ressourcen über. Können wir noch irgendwo ein Update starten? Ja. Und dann bauen wir halt noch ein Depot. Ja, so, bauen wir mal hier noch irgendwo Luftabwehr. Einer von euch kommt runter und baut. Nicht genügend Mineralien. Nicht so viel. Bestätigt. Ja, Sir. Ihr geht auch gleich darunter. Ihr geht alle darunter. Alles runter. Ihr behindert euch doch nur selber, oder? Was seid denn jetzt noch? Drei. Wo ist der hin? Hallo? Okay, gerade noch geschafft. Ey, ich würde auch mal gerne noch den hier reparieren. Da ist er. Upgrade fertig. Cool. Upgrade cool. Fertig. Du bleibst hier zum Bauen. Ach, du kannst auch gehen. Ich hab doch hier meinen Bauer. Er hat Bauer gesagt. Ja. Upgrade fertig. Das hier wäre cool. Ist ja eigentlich Dingens erschöpft? Nö. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht noch irgendwelche hintun fürs Gas. Ah, ich habe die Basis entdeckt. Wow. Schwerer Kreuzer. Vielmehr hat mich interessiert, was hier hinten noch ist. Noch eine Basis. Komm, wir bauen hier auch so ein Psi-Dingsbums Kommsatzstation. Okay, viel Luft. Gerade geht nicht wirklich viel, ne? Bauen wir noch ein paar Space Marines. Vielleicht auch noch ein paar Flieger. Naja, oder auch nicht, weil wir haben ja gar wieder keine Kohle. Maschinendocks sind wir fertig, das heißt. Zusatz fertig. Ah, die Rüstung läuft noch irgendwo. Okay. Ich hätte schon Bock, euch anzugreifen. Und im Prinzip kann ich doch dann schon hier durchschlagen. Ah, ein bisschen mehr Panzer wäre nicht schlecht. Vielleicht auch noch ein Goliath dazu. Einmal zwei. Reparierst du noch den da oben? Hier bauen wir einen Belagerungspanzer mit. Und euch habe ich jetzt auch schon auf 1-1, gell? Plus 5, okay. Das ist gut. Habe ich mir sagen lassen. MP-Shop, ach, das brauchen wir alles nicht. Was geht eigentlich hier oben noch? Ich glaube, die kann ich mir schenken, ne? Die anzugreifen. Ich könnte ich aber... Glaube ich ganz schön, ne? Ihr habt keinen?
Dingens. Ja, ist okay. Mineralien. Upgrade fertig. Welches Update? Spaces auf 3.3. Geil. Warte auf Befehle. Und ich wüsste, ob ich ihn damit schon überrennen kann. Ich weiß es aber nicht. Auch hier ist doch keine Einheit, um Unsichtbare aufzudecken. Ab die Post! Melde Bereitschaft. Aber gut, ich muss ja eh nicht da hinten großartig kacken. Jetzt habe ich... Nee, doch, ich habe noch einen. Ja, ich nehme einfach euch und mache euch platt. Ja, Sir. Ihr bleibt da wegen der Luft. Zielgebiet! Warte auf Befehle. Ja, Sir. Zielgebiet! Steuerung 2, Steuerung 3, komm, Attacke. Warte auf Befehl identifizieren! Befehle, Sir! Mitkommen, ja, mitkommen. Upgrade fertig. Ja, Sir! Zielgebiet! Ziel identifizieren! Nix da. Außerdem könnte ich noch den dazustellen. Der enttarnt doch bestätigen auch. Optischen Empfang. Commander? Ja, Sir! Bauen wir mal noch zwei und auch noch ein paar zwei Goliaths. Ja, Sir! Ja, kommt hier runter. Weiter geht's! Kann's kaum noch erwarten. Ich glaube, jetzt nerv ich ihn. Boom. Attacke. Ich habe gerade nicht wirklich einen Tank verloren, ne? Oh, da kommen zwei nach. Kein Ding. Okay, wir bauen auch Spaces nach. Gerade merke, dass ich gar nichts mehr red. Vor lauter Klick, 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 Klick. So, stopp, stopp. Die Flieger brauchen wir. Alles platt machen. Danke, danke, danke. Boah, der tut echt erbitterten Widerstand leisten. Hätte ich gar nicht gedacht. Was machst du da? Ihr bringt mir Spaces runter. Okay, und ihr bringt mir Panzer runter. Nicht genügend Mineralien. Puh.
Systeme funktionsfähig. Bestätigt, HQ. Koordinaten übermitteln. Okay, dann würde ich sagen... Commander, Zielgebiet! Kann's kaum noch erwarten. Wir verlegen unsere Base. Befehle, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Oh. Absolut! Hochkommen. Weiter geht's. Muhaha. Warte auf Befehle. Los, los, los. Los. So spielt man Terraner. Ganz link von hinten schießen. Ganz linke Tour. Not enough minerals. Ja, hier hoch. Komm, komm, komm. Absolut. Ich könnte langsam mal Kerrigan hier hinter schaffen. Wird ausgeführt. Absolut. Ich könnte mal die Lady holen. Ich warte auf dich. Ja, es ist schön, dass du auf mich wartest. Hab ich mir eben auch gerade gedacht. Ey, brutal, dass er immer weiterkommt. Okay. Befehle, Sir! Commander. Wir tuckern weiter. Wahnsinn. Zielgebiet! Koordinaten übermitteln. Ja, Sir! Bestätigung optischen Anfang. Kreuzer wegmachen, los! Commander, Feuer frei! Systeme funktionsfähig! Und. Commander, Ihre Schreibkräfte werden angegriffen! Werden sie? Wäre mir gar nicht aufgefallen! So, komm hoch! Weiter geht's! Befehle, Sir! Kerrigan. Jetzt geht's rund. Weiter, Commander. Ich muss sie doch nur da drauf bringen, ne? Hab's doch eh schon geschafft. Hallo? Vergessen. Bringen Sie den Psiermitter zu dem feindlichen. Ach Gott, ich muss. Oh, nicht Kerrigan hier hinbringen, sondern meinen Bauer. Ich bin ein super simpel. Ja, ja. Bestätigen optischen Empfang. Ja, Sir! Weiter geht's! Fire! Befehle kämpfen? Erledigt! Zielgebiet! Und hoch! Absolut! Geil, gefällt mir. Oh, ich liebe Belagerungspanzer. Das ist echt die coolste Einheit überhaupt. Gleich nach Dark Templar. Aha. So, Psi-Emitter. Psi-Emitter am Zielort. Versprechen Sie mir nur, dass wir so etwas nie wieder tun. Wir tun, was immer nötig ist, um die Menschheit zu retten. Achso, wir locken jetzt die Zerg an, oder wie? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen. Sieg! Yeah! Okay! 35 Minuten. Ah, das war ja sogar schneller wie beim letzten Mal. APM 46. Ah, lassen wir das.
Gut. Oh, und der Troubleshooter hat mir noch 3 Upvotes gegeben. Und der Tamil hat mir auch einen Upvote gegeben. Ihr seid klasse. Ihr seid klasse. Vielen, vielen Dank. Okay. Das war die Mission 7 von StarCraft. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns hier auf eurem Lieblings-StarCraft-Kanal demnächst zu einer weiteren Folge neben den Siedlern 4. Und vielleicht mal wieder ein Tutorial. Es wird mal wieder Zeit, ne? Zum Beispiel, wie wär's mit, wie spiele ich kostenlos Star Trek Elite Force 1 und 2 unter Windows 10 mit maximaler Grafik und mit 4K-Mods? Maybe? Also, haut rein.